bekomme häufiger die Frage gestellt, wie schafft man das eigentlich, im Fluss zu bleiben? Das heißt, man bleibt dabei, bei der Situation, bei der Arbeit, bei der Tätigkeit, die man jetzt gerade vor Augen hat, indem man sich darauf konzentriert, indem man alles andere, was da nicht zuzählt, ausblendet und von den Gedanken her gar nicht es dazu kommt, überhaupt darüber nachzudenken, weil man ist mit dieser Arbeit, mit dem Punkt, mit der Herausforderung beschäftigt, für sich herauszufinden, worauf muss ich mich konzentrieren. Und wenn man so weit geht, wenn man für sich herausfinden, es funktioniert, es klappt, aber man darf in dem Fall nicht von dieser Richtung, von dieser geradlinigen Ausrichtung abkommen, indem man entweder nach links oder nach rechts schaut, sondern man muss sich wirklich vorstellen, ich möchte jetzt genau diesen Zweig verstehen und durcharbeiten. Und erst da, wenn man mit dieser Einstellung herangeht, wenn man die Absicht hat, ich möchte genau diese Arbeit vollbringen, in einem gewissen zeitlichen Rahmen, dann muss man das alles definieren im Vorfeld und weiß ganz genau, wo wir am Ende hinauskommen und rauskommen. Und dann wird das für dich möglich. Aber nicht, indem du dich irgendwie darauf konzentrierst, oh, ich muss mal irgendwann meine Nachrichten checken oder auf irgendwelchen sozialen Netzwerken abhängen. Das bringt dich nicht dahin. Und das darf nicht passieren, dass du von irgendwelchen Einflüssen abgelenkt wirst und konzentrierst dich dann nicht mehr auf deine eigentliche Ausrichtung, sondern auf andere Dinge. Und das ist nicht nur zeitlich hervorragend für dich, sondern spielt ja auch zudem in die Karten, weil du ganz genau weißt, worauf kommt es an. Du musst also deine Wichtigkeit definieren und festhalten und weißt zwangsläufig auch, worauf möchtest du in dem Zusammenhang liegen. Und wenn du das so machst, wird das klappen. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, teile es jetzt mit anderen Menschen, die es hören und wissen sollten. Und ich freue mich, wenn du darüber hinaus auch dann damit weitermachst, das für dich zu adaptieren, weil du weißt ganz genau, ich kann dir auch bei weiterhelfen, wenn du es möchtest. Schick mal einfach eine Nachricht und wir werden zusammen herausfinden, wo du jetzt stehst, wo du letztendlich sein möchtest. Und ich zeige dir dann wirklich einen Plan auf, der dich dahin bringt, wo du sein möchtest. Teile das also, mach da was draus und bis zum nächsten Mal.